Dr. Horst Schröder, willst du Beatrice von Ledebur als deine Ehefrau lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte, ja, ich will. Ja, ich will. Beatrice von Ledebur, willst du Dr. Horst Schröder als deinen Ehemann lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen? Nein. Nein, ich kann das nicht. Beatrice, stellen Sie sich doch nicht so an. Nein. Beatrice, wir üben doch nur. Dann üben Sie bitte mit jemand anderem. Ich kann doch den Doc nicht heiraten. Nicht mal zum Üben. Das ist die Braut, die sich nicht traut. Das ist ein neues Angebot der Reederei. Hochzeit an Bord mit anschließender Hochzeitsreise an Land. Und ich möchte nicht, dass beim ersten Mal schon alles schief geht. Ich würde Sie nie heiraten, Beatrice. Sie können sich ganz auf mich verlassen. Was soll das denn heißen? Also können wir jetzt wieder... Also das ist ja wohl... Beatrice, ich... Es ist ja wohl keine Schande, mit mir verheiratet zu sein. Beatrice. Es wäre mir eine Ehre, liebe Beatrice. Theoretisch. Was muss ich hier eigentlich noch alles machen? Dr. Horst Schröder, willst du Beatrice von Ledebur als deine Ehefrau lieben und ehren, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Können Sie mir mal erklären, wie das hier ganz genau abläuft? Also hier entlang kommen die Brautpaare, auf Sie und Captain Paulsen zu, auf die Bühne. Dann sagt Captain Paulsen ein paar Worte und anschließend sprechen Sie die Trauformel. Moment mal. Ich hatte doch gesagt, wir brauchen mehr Eis in die Kübel. Bitte. Danke. Wie lange planen Sie schon Hochzeit? Naja, die Reederei bietet den Service mit den Hochzeiten ja noch nicht so lange an. Das ist mein erster Job auf der MS Deutschland. Ein ungewöhnlicher Beruf, Hochzeiten zu organisieren. Das ist der wichtigste Tag im Leben zweier Menschen. Und dann gehen sie auf Hochzeitsreise. Das soll ja auch die schönste Reise ihres Lebens werden. Und dann noch dazu an so ungewöhnlichen Orten wie Burma. Da wollen viele nichts dem Zufall überlassen. Und vor allem wollen sie sich nicht um jede Kleinigkeit selber kümmern müssen. Solange sie den eigentlichen Grund für die Hochzeit nicht vergessen. Na, also ich kann alles planen und organisieren, aber für die Liebe sind die Paare selbst verantwortlich. So, die Köpfe ein bisschen zusammen, genau. Beide Köpfe drauf. Ja, nochmal Andresen hier. Ja, es gibt kleine Änderungen im Ablauf. Unser junges Paar wünscht sich ein Abendessen am Strand. Ja, Sie wissen schon, die beiden wollen unter sich sein. Können Sie was organisieren? Ja, sehr schön. Ja, die Details besprechen wir dann, wenn wir angekommen sind. Danke. Tschüss. Herzlichen Dank, Doktor. Gern geschehen. Dr. Schröder? Ja? Ich bräuchte Ihre Hilfe. Was ist was passiert? Nein, nein, ich wollte Sie fragen, ob Sie unsere junge Frau sein können. Was denn Sie meinen? Ich soll... Och, bitte tun Sie mir den Gefallen, hm? Na gut, Ihnen zuliebe. Danke. Marie? Hallo, Doc. Die Reederei hat sich gemeldet. Ihr Kollege erwartet Sie in Rangoon. Ein Mann? Ja, überrascht? Ich hatte nur irgendwie mit einer Kollegin gerechnet. Der hat jahrelang alle Landausflüge für die Reederei organisiert. Es gibt auf dieser Welt kein Land mit einem Hafen, das der nicht kennt. Unser Herr Bergmann. Bergmann? Ja, kennen Sie ihn? Marie? Ja, ich komme gleich. Ich kannte nur mal jemanden, der Bergmann heißt. Die Fotos sind toll geworden.